confidence. Wash your hands in innocence. Is there anyone who cares? Tears in my eyes, but you won't see me cry. Just a question, tell me why. Didn't my mom and dad get no chance to say goodbye? Can you hear a silent cry? My fate whispers, I'm born to die. Worthless life, you took my dignity. Is there anyone who comes to free? Question, maybe you can give me a reason why I have to live in fear and sorrow, not to see tomorrow. I'm a starving, ragged figure with a fingertip on the trigger, cursed to carry a gun for anyone. Den Song Silent Cry habe ich 2004 geschrieben und der Song selber ist aus der Sicht eines Kindersoldats geschrieben, wo es in der Geschichte darum geht, dass er von Rebellen entführt wurde, gezwungen war, seine Eltern umzubringen, und da fängt dann der Silent Cry eigentlich an. Hört mich denn niemand? Ich bin ganz allein, ich bin verlassen. Ich unterstütze das Projekt von Falco deshalb, weil es, ich denke, erstens einmal von der Thematik her grundsätzlich interessant ist und weil es auch für unsere Schüler eine sehr spannende Sache ist, an der sie wachsen und auch reifen können. Die Musik von Falco Luno zwingt uns hinzuhören, ja? Und das Video zwingt uns hinzuschauen. Indem dass ich auf den Tisch schlage und die Kinder anschreie, was sie jetzt in Zukunft machen werden,
dahingehender Richtung Krieg, Richtung Töten, Einheit sein, Kindheit hinter sich lassen. Das war für mich die Schlüsselszene. Nach dieser Szene ging es mir selber nicht gut. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen, dass Kinder Kinder sein dürfen und können. Und der Silent Cry soll einfach dafür stehen, an alle verlorenen Kinder da draußen: Wir haben euch nicht vergessen.